Michael Wagner fragt hier, mich interessiert, wie viele Akkorde du auswendig kannst und wie man sich so viele Akkorde merken kann. Also Michael, das möchte ich dir in diesem Video erklären, auch wie du das schaffst. Erstmal die Antwort zu sagen, rein theoretisch kann ich alle Akkorde, die es überhaupt gibt, aber das ist etwas, das kannst du auch schaffen. Das ist auch definitiv kein Hexenwerk. Pass auf, in diesem Video gibt es die Schnellversion. Das System dahinter ist schon ein bisschen komplexer, also das heißt jetzt nicht, wenn du ganz neu am Klavier bist, dass du morgen direkt alle kannst. Aber ich möchte dir im Schnellverfahren oder möchte euch im Schnellverfahren hier erklären, wie das Ganze funktioniert. Also erstmal, wir brauchen eine Tonleiter. Das ist die Basis von allem. Nehmen wir mal die C-Dur-Tonleiter. So, das hier nenne ich immer das Material. Das sind die Bausteine. Wenn wir ein Haus bauen, ist das hier das Material. Das hast du bestimmt schon mal gehört, die Melodie. Gibt es auch von jedem anderen Ton, von D. Ne, gleiche Melodie, allerdings brauchen wir hier zwei schwarze Tasten von E. Auch die gleiche Melodie, wird immer höher, allerdings brauchen wir hier diese vier schwarze Tasten von F. Ja, gleiche Melodie wieder, allerdings brauchen wir hier auch wieder eine schwarze Taste. Also, wir befinden uns in der Regel in einem Song oder brauchen wir die Bausteine einer Tonleiter in einem Song. Manchmal kann es sein, dass ein Song auch unterschiedliche Tonleitern verwendet. Also Tonleiter übrigens, das heißt, ein Song kommt wirklich mit diesen weißen Tönen aus, wenn wir den Song in C-Dur oder in der parallelen Molltonart A-Moll spielen. Ja? Wir haben nur, du hast gesehen, ich habe nur weiße Tasten verwendet. Übrigens, ganz wichtig, wenn du dich das Detail mehr interessiert, hol dir unbedingt den Crashkurs hier unten in der Videobeschreibung, ist der Link dazu. Da gehen wir das Stück für Stück nochmal ein bisschen detaillierter durch auch. Also, in den meisten Stücken kommen wir wirklich mit den Bausteinen, mit den Tönen einer Tonleiter aus. Ja, hier, das sind einfach nur sieben verschiedene, das C hier wird schon wieder wiederholt, sieben verschiedene Töne, ja, nicht mehr. Und auf der gesamten Tastatur werden diese sieben verschiedenen Töne einfach nur wiederholt, ne? Diese weißen verschiedene Tasten. Wie gesagt, es gibt einige Songs, die bedienen sich mehrerer Tonleitern, so die wechseln dann hinterher. Das ist dann der nächste Schritt quasi, aber das müssen wir jetzt noch nicht mal wissen, um wirklich alle Akkorde zu finden, die es überhaupt gibt und wie man sich die merken kann. Aber vom Prinzip her nimmst du halt hier diese sieben Töne aus einer Tonleiter und von jedem diesen Töne gibt es ganz viele verschiedene Akkorde. Zum Beispiel ein Dur-Akkord, also vom C aus gehe ich jetzt mal, ne? Da gibt es einen C-Dur-Akkord, da gibt es einen C-Moll-Akkord, da gibt es einen C-Dur-7, C-7, ein C-Moll-7, ein C-Major-7, ein C-Moll-Major-7 zum Beispiel, ein C-6-Akkord, ein C-Sus-4, ein C-Sus-2, also es gibt ganz viele Akkorde, ein C-Vermindert. Aber wie diese Akkorde gebildet werden, ist immer gleich, ein Dur-Akkord wird immer gebildet mit dem ersten Ton, dem dritten Ton und dem fünften Ton dieser Tonleiter. Hier ist die Tonleiter und dafür nehmen wir den ersten, den dritten und den fünften von. Zack, und schon haben wir C-Dur. Das können wir von jedem Ton aus machen, wenn wir die Tonleiter können. Nämlich ganz wichtig ist es einfach, ich kenne alle Tonleitern. Fis-Dur, ne? Den ersten, den dritten und den fünften Ton. Also das ist nämlich die Arbeit, die einfach getan werden muss, dass du alle Tonleitern lernst. Aber das ist, ne, ist nicht unmöglich. Also wenn du dich da wirklich richtig ransetzt, dann schaffst du das ja in relativ kurzer Zeit, wenn du da wirklich ganz fokussierst, ganz fokussiert Tonleitern übst oder lernst, wie die gespielt werden. So wie wenn du irgendwie Englisch-Vokabeln lernen würdest oder sowas. Okay, nächster Schritt. Bleiben wir nochmal kurz beim Dur-Akkord, beziehungsweise alternativer Schritt. Nämlich, wir können das Ganze auch einfach abzählen. Von diesem Ton hier gehen wir 1, 2, 3, 4 Halbtonschritte hoch und dann von dem 1, 2, 3 Halbtonschritte hoch. Da haben wir auch immer den Dur-Akkord. Jetzt können wir uns irgendeinen Ton hier nehmen, zum Beispiel den hier. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3. Und schon haben wir den Dur-Akkord von diesem Ton aus. Das ist ein Gis beziehungsweise ein Ass. Gis-Dur. Okay, A-Dur, B-Dur, H-Dur, C-Dur, Cis-Dur, überall das Gleiche. Dann gibt es natürlich Umkehrungen der ganzen Akkorde. Ne? Das C kann ich hier hochlegen, dann so spielen, das E kann ich hier hochlegen und hier unten dann so spielen. So habe ich die ganzen Umkehrungen der Akkorde. Bei einem Moll-Akkord ist die Regel erst 1, 2, 3 Halbtonschritte und dann 1, 2, 3, 4.
ja, überall das gleiche. Guck vom Fis, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4. Fis-Moll, fertig. So, dann gibt es zum Beispiel C7. Da zähle ich vom C in dieser Tonleiter, die C-Dur-Tonleiter, die wir hatten, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Das ist der siebte Ton. Den spiele ich zusätzlich zu unserem Dur-Akkord zum Beispiel, C-Dur. Jetzt möchte ich aber C-Dur 7 spielen. Ha, fast richtig. Das ist ein C-Major-7-Akkord. Nämlich wenn ich den wirklich siebten Akkord spiele, ist das die große 7. Die kleine 7, da müsste ein Halbton runtergehen. Ja, einfach die nächste Taste, die da drunter liegt. Zack. So haben wir C7 und so ist C-Major 7. Dur sagt man nicht dazu, kann man zwar sagen, C-Dur-Major 7, C-Dur 7, aber Dur sagt man nicht dazu. Anders ist es bei Moll würde man es sagen. Das ist der C-Moll-Akkord. Ich kann hier wieder die gleiche 7 spielen. C-Moll-Major 7 oder C-Moll 7. Major ist die große, ne? Major 7, die große 7 und C-Moll 7. Bei der kleinen sagt man nichts dazu, einfach C-Moll 7. Ja, und das kann man auch wieder von jedem Akkord machen. Guck mal hier. Von F nehme ich mal 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3. Jetzt habe ich F-Dur und jetzt gehe ich vom F nochmal 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jetzt habe ich C-Major 7, F-Major 7 und jetzt gehe ich einen Halbton runter. Jetzt habe ich F7. So, Achtung, den Ton hier kann ich um einen Halbton erniedrigen. Und dann habe ich nicht den Dur, sondern den Moll-Akkord. Jetzt habe ich zum Beispiel F-Moll 7. So, das sind so gängige Akkorde. Es gibt auch noch zum Beispiel C6. Dann zähle ich hier 1, 2, 3, 4, 5, 6. Den Ton spiele ich einfach dazu. Ja, das ist der Akkord C6. Dann gibt es den verminderten Akkord zum Beispiel. Hiervon ausgehend 1, 2, 3 und jetzt zählen wir immer nur bis 3. 1, 2, 3 und dann nochmal 1, 2, 3. C vermindert. Und wenn ich übrigens hier nochmal 1, 2, 3 zähle, bin ich schon wieder beim C. So, was gibt es noch? Sus4 gibt es zum Beispiel. Wenn ich C-Dur habe und Sus4, dann nehme ich hier einen Halbton höher, den Ton spiele ich. So, und dann habe ich C-Sus4. Und auch hier wieder, ja, ich gehe wieder in eine andere Tonart, zum Beispiel E-Dur. Da nehme ich das E, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3. Jetzt habe ich E-Dur. Und wenn ich jetzt E-Sus4 spielen möchte, nehme ich den einen Halbton höher. Zack, E-Sus4. Also, so schnell kann ich sämtliche Akkorde bilden. Und wenn du sagst, ja, aber so schnell kann ich das ja jetzt nicht. Okay, das ist klar. Das dauert ein bisschen. Das muss man ein bisschen üben. Aber vom Prinzip her kann man sich in relativ kurzer Zeit sämtliche Akkorde zusammensuchen. Nämlich so viele verschiedene gibt es jetzt schon wieder nicht. Ne? Es gibt jetzt noch 9 oder so Jazz-Akkorde sind irgendwie was. Kreuz 11, guck mal, Kreuz 11 wäre jetzt zum Beispiel vom C ausgehend, 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11 und das Kreuz erhöht diesen Ton um einen Halbton nach oben, also wird das Fis gespielt. Vielleicht beenden wir es an dieser Sache. Es kommen hier noch ein paar Töne dazu. Also es wird dann nicht nur C-Dur mit Kreuz 11 gespielt. Vor allen Dingen klingt das so auch nicht so schön. Da ist wieder die Variante. Man teilt es dann auf beiden Händen eher auf. Und außerdem werden auch noch automatisch bei Jazz-Akkorden hier die 7 und die 9 zum Beispiel mitgespielt. Hängt jetzt wieder ein bisschen davon ab, was man genau möchte. Das könnte der Akkord sein. Jetzt kann man aber hier auch zum Beispiel wird die 9 mit einem B-chen oft versehen. Ja, und dann wird das Ganze auch nicht so gespielt. Zum Beispiel habe ich hier diesen, nehme ich die unteren beiden Töne weg und spiele hier oben nur die und unten. Sowas. So zum Beispiel. Ja, das ist der gleiche Akkord. Ich habe die Töne ein bisschen anders angeordnet. Grundton, Terz. Und dann hier, das ist ein G-Major 7, rein theoretisch. G-Dur, Major 7, allerdings komplett ist es eher so ein C.
Kreuz 11. Klingt sehr jazzig, ne? Aber auch ziemlich cool. Okay, also, ich hoffe, ich konnte euch erstmal hier so einen kleinen Überblick geben. Also natürlich, es steckt viel Arbeit dahinter und es gibt noch ein paar Kleinigkeiten, Ausnahmen, aber so im Schnellverfahren ist das das Geheimnis, wie man sich überhaupt so schnell die Akkorde merken kann und die auch gut auswendig lernen kann. Nämlich, ich finde immer, wenn da eine Logik hintersteckt, dann fällt das auswendig Lernen auch irgendwie viel einfacher. Und das hier ist wirklich, ja, das ist ja eigentlich Mathematik, das ist ja mehr Mathematik als Musik, was den Vorteil hat, dass da sehr viel Logik hintersteckt. Und man das deswegen auch viel besser auswendig lernen kann. Wichtig ist natürlich schon üben, auswendig lernen, dran arbeiten. Also geschenkt bekommt man das bestimmt nicht. Aber ich verspreche dir, wenn du dran arbeitest und wenn du übst dann und es dann plötzlich irgendwann kannst, dann ist das Ergebnis dafür ist ein Geschenk, was man irgendwie mit Geld nicht bezahlen kann. Definitiv. Also, viel Erfolg, viel Spaß. Wenn du Lust hast, hau einfach rein und lerne jetzt Akkorde.